Hey Leute, was geht? Wir sind Stilochis und das ist ein neues Wir klären auf Video. Wir beantworten jetzt mal wieder eure Fragen. Wir wollen gar nicht so lange labern, deswegen es geht jetzt los. Yo. Bam. Seid ihr in der Pubertät? Yep. Heiko hat eine neue Frisur. Nee, ich habe meine Haare länger schneiden lassen. Hä? Wie soll das gehen? Die Kuh macht Mu. Streitet ihr euch eigentlich auch? Junge, was rappelst du mich einfach an? Ich bin gestresst, ich soll dich stressen, ich ab, Mann. Und wir sollen auf die F*** dich, Mann. Oh, Junge, ich f*** dich. Hau auf Frankfurt, du F***, hau auf, fick dich. Ah, du blöde Bitch. Nein. Was würdet ihr machen, wenn alle Apple-Produkte nur 1 Cent kosten würden? Gar nichts, wir haben schon alle. Keine Ahnung. Ich würde, glaube ich, alle kaufen, alle, die dann wieder verticken auf eBay. What language do they speak? Hola, me llamo Roman y I got y hablan español. Sí, muy bien. Nein. We are speaking German, yeah. And this is it. Was ist euer größter Traum? Ich hab keine Träume, denn ich lebe mein Leben so, wie es auf mich zukommt. Das war so ein richtiger Facebook-Spruch. Ja, gell? Das dachte ich mir auch. Hey Roman und Heiko, ich bin's Chris von ChrisBlog und zwar ist meine Frage an euch. Was würdet ihr machen, wenn ihr gerade am Zocken seid und plötzlich ein maskierter Typ hinter euch steht? Du bist halt schuld! Was benutzt ihr eigentlich für Videobearbeitungsprogramme? Zurzeit benutzen wir beide Final Cut Pro X, das gibt's aber leider nur für Mac. Wow, wegen euch habe ich nicht gemerkt, dass AsiTV weitergeht. Echt? Boah, das ist aber schade. AsiTV will auch jeder sehen. Halt, stopp! Ich will AsiTV sehen, okay? Also, geh weg! Alter. Hey, könnt ihr mal ganz lange Are you ready to wumble sagen? Are you ready to wumble? Was war das jetzt? Kommentar entfernt. Hi Heiko, hi Roman, mein Name ist Martin Dehn von dem Channel Mr. Peinlich und ich habe auch eine Frage an euch, ja? Und zwar, da es ja in Deutschland so ist, wer ist Platz 1, wer ist Platz 2, wer ist Platz 3, Platz 4, Platz 5, wer kommt hoch, wer ist Newcomer und so weiter, außer Konto, ja? Wir zählen mal jetzt nicht Konto dazu, weil Konto ist für mich nicht definitiv ein erstplatzierter YouTuber, ja? Habe ich mich gefragt, wie ist es bei euch international? Welche YouTuber schaut ihr eigentlich im Ausland? Sagen wir Amerika. Welcher amerikanischer YouTuber ist euer Lieblings-YouTuber? Wen findet ihr am besten? Oder was denkt ihr, wer hat wirklich Potenzial? Das ist meine Frage an euch. Einen schönen Tag noch. Ciao. Hi Martin, ja, also bei mir ist es so, ich bin totaler Bud Baker Freak oder Fan. Das ist ja ein amerikanischer YouTuber. Leider nicht. Ja, der macht auch Parodien, aber der macht die echt. Also sag mal so, das ist meistens auch der Humor, der mich wirklich anspricht. Ich zum Glück kann ganz gut Englisch reden, der Roman auch, deswegen können wir es auch richtig gut verstehen. Manche können es ja nicht. Also Bud Baker ist von den Amis her bei mir im Moment echt mein persönlicher Favorit. Ja, Smosh natürlich auch. Johnson eigentlich auch. Aber ich finde einfach, Bud Baker ist einfach Bud Baker. Einfach geil. Die meisten kennen ihn nicht, das ist schade. Der macht so lustige Videos. Besonders die Jungs werden die wahrscheinlich lustig finden. Also die Jungs unter euch. Guck mal in die Infobox, dann sind die ganzen Links dazu. Von welcher Marke ist euer Toaster? Die Marke von unserer Tochter ist Toaster. Achso, von unserem Toaster. Ich sag, du kannst nicht lesen.
Unser Toaster ist von der Marke Adidas und ja, das ist eigentlich ein ganz sportlicher Toaster. Wir sind mit dem schon ein paar Mal Gassi gelaufen und ja, der hält eigentlich ganz gut mit. Ich bin mit dem schon ein paar Mal gejoggt. Ich habe mit dem letztens Fußball gespielt, hat auch gut geklappt. Ja. Ja, das war schon wieder mit unserem 10. Wir klären auf Video. Entweder könnt ihr euch jetzt unser letztes Wir klären auf Video anschauen oder ihr gebt euch unsere letzte Songparodie von Kesha's Die Young, die wir vorher schon erwähnt haben. Die ist jetzt hier irgendwo auch verlinkt. Guckt euch die Sachen an. Wenn ihr uns abonnieren wollt, dann macht das auch noch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.